Someone is waiting just for you. Spinning wheel, spinning true. Einen wunderschönen guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen bei uns in der Anstalt. Schön, schön, dass Sie sich wieder haben einliefern lassen. Heute, zwei Tage vor dem 1. Mai. Brüder zur Sonne, zur Freiheit, Brüder zum Licht vor, hell aus dem Dunkeln vergangen. Hallo? Leuchtet die Zukunft empor, geht's doch, Chef. Genannt, da bin ich. Seid ihr verkloppt? Was soll das? Chef, gut, es ist schon alles vorbei. Mein Aufzug kaputt, meine Begrüßung ruiniert. Es geht ja gut los. Ich komme zum 1. Mai. Haben Sie was am Glöckchen? Wir haben immer noch April. Ja, das weiß ich doch, Chef. Aber jetzt werden noch wenigstens ein paar Leute da. Bei uns kommen doch gar kaum mehr zum 1. Mai, verstehst du? Und jetzt ist übermorgen auch noch Vatertag. Ausgerechnet, das machen die alles extra, sag ich Ihnen. Wen interessiert denn heute noch die Maifeier? Ja, mich bestimmt nicht. Na, für Sie ist es ja auch nicht gemacht. Sie sind ja Chef. Schlimm genug, dass ich... Schlimm genug, dass ich mich habe breitschlagen lassen, für euch zu grillen. 1. Mai. Kollektive Kampftrinken der organisierten Arbeitnehmerschaft. Na, ab immer erst nach der Kundgebung. Ja, das ist wahrscheinlich der Fehler. Ihr müsst vorher saufen. Euch das Elend schön trinken. Nehmt euch mal ein Beispiel am politischen Aschermittwoch in Passau. Und das tut die CSU. Wenn die so weitermachen, gibt nächstes Jahr keiner mehr. Gehst du die Hube, da hilft noch nicht einmal Freibier. Das ist wie bei uns. Das sag ich nicht. Das kann ich das anfangen. Genossen und Genossinnen, worüber wundert ihr euch? Das liegt an eurer Musik. Menschenskind, schaut nach Südamerika. Wir brauchen mehr Rhythmo. Sessa, Fiesta, 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 Fiesta. Siesta, Siesta La Fontana. Heute geht der Kurt mit die Linke ins Bett. Das ist mein Beitrag zum 1. Mai. Das ist folgender. Mit dem Socialismo Tropical, da haben die Hexen Damenwahl. Ja, Moment. Walpurgisnacht ist aber auch erst morgen. Natürlich. Und auf die Merkel komme ich später. Also jetzt. Ab auf Station. Toll, tolles Motto. Beckland von Südamerika. Tango, Salsa, Tralala. Geht langsam das, weg. Na, meins ist es auch nicht. Gucken Sie, ich hab nie Musik gebraucht am 1. Mai. Keine Musik, kein Döner, kein Multikulti. Ich brauche immer nur die Ansprache. Oh, arme Sau. Langsam verstehe ich, warum Sie bei uns gelandet sind. Na, gucken Sie, früher war es übersichtlich. Früher kam der Kreisgeschäftsführer, der Tusch, und dann hat er gesagt, Kolleginnen und Kollegen, ihr wisst, worum es geht. Wir haben den Kuchen gebacken. Und deswegen gebührt uns ein kräftiger Schluck aus der Pulle, wenn der Kuchen jetzt verteilt wird. Und dann haben wir gesagt, wie viel Prozent wir haben wollen. Davon gab es die Hälfte, davon konnte man leben. Dann hat der Unternehmer noch ein paar aufs Dach gekriegt und dann kam die Musik. Nein, falsch. So ist falsch. Falsch, dann kam die Globalisierung. Ja, das stimmt. Und seitdem ist der Kuchen fort. Nein, der ist nicht fort, der wird nur nicht mehr verteilt. Ja, und was bleibt dann für uns? Der Schluck aus der Pulle oder was? Da wird aber so ein klar Partyfest nicht reichen. Ja. Die saufen doch schon in der Hauptschule heutzutage. Die Brüder, aber sonst zur Freiheit wissen die doch gar nicht, wie es geht. Ich habe gar keine Ahnung mehr. Toll, klasse. Toll, prima gemacht. Prima, super. Toll, ganz toll. Aufzug im Arsch, Intro im Arsch. Gut, probieren wir es halt noch einmal. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen bei uns in der Anstalt. Es ist Frühling, der Mai wird kommen. Und noch das letzte Würmchen Nahrung findet, bis es dann entseelt. Verschwindet. Was ein Klopper. Glück, Aufzug, Gevatter, wo soll ich denn den Schirmherrn jetzt platzieren? An Sack frisch. Wie, was, Schirmherr? Wer bitte der? Wofür? Für die Unterdrückten dieser Anstalt. Unser aller nicht gewählter, aber gewollter. Hält sein schwitzend Händlein über unseren Tag der Arbeit.
Sagen Sie mal, in Ihrer Akte steht, Sie hätten in der letzten Zeit gute Fortschritte gemacht. Und da kommen Sie mir mit sowas? Vorfahrt durch Arbeit. Mit diesem Satz hat er aus dem Nichts ins gemachte Nest geplumpst, die Beladenen für sich gewonnen. Wer dächte da noch an die Tagelöhner, die mit Dritt- und Viertjobs kläglich sie im Schatten dieser Vorfahrt sonnen? Haben Sie Ihr Medikament abgesetzt? Mitnichten! Nein! Ach Quatsch, nein, ich mach das nur im Auftrag. Der Patientensprecher hat Ihnen für den Job vorgeschlagen. Das war mit mir nicht abgesprochen. Er hat gesagt, er habe freie Hand. Ja, eine freie Hand. Wie ist denn jetzt mit hier? Jetzt stellen Sie diesen Behelfskomiker da, wo er hingehört, in die Ecke. Und dann suchen Sie mir diesen Dombrowski, sonst könnt ihr sehen, wer für euch übermorgen grillt. Ich wende mich nicht wider Willen. Will nicht der Wender sein beim Grillen. Was? Gut, probieren wir es noch mal. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen in der Anstalt. Schön, dass Sie sich heute wieder haben. Das ist blöd jetzt, ne? Also, vor ein paar Minuten hätte es noch funktioniert. Ne? Immer kommt irgendwas dazwischen. Aber nicht nur drin, draußen ja auch. Dieses Politgezerre überall, nicht nur bei uns. Weltweit, in Amerika. Dieses Dauergezicke beim Präsidentschaftscasting. Wenn die Demokraten so weitermachen, dann steht zu befürchten, die verpassen die Wahl im November und McCain stolpert ins Amt. Nicht nur, weil Hillary Clinton mit aller Macht ins Weiße Haus will. Ein Ziel vor Augen, dann kriege ich auch einen Praktikanten. Na, aber nein, das ist blöd. Aber ganz schlaue Demokratieforscher sagen schon, jo, das mit den Vorwahlen in Amerika, das wäre auch was für uns. Erstmal jeder gegen jeden. Gut, da sagen die von der SPD, na ja, da brauchen wir gar keine Vorwahlen dazu, das machen wir auch so. Nein, aber generell, ich weiß ja nicht, also bei uns sowas mit dem Personal, ich meine, in Amerika, da wird die aufstrebende junge Politgeneration verkörpert durch einen Barack Obama. Und bei uns durch Nasen wie Rudolf Böfeller. Böfeller. Und, na ja, und wenn dann Angela Merkel gegen Christian Wulff über die Marktplätze tingelt, ne, zwei Sprechblasen tanzen Tango, also so richtig prickeln. Gut, bei den Sozen wäre es noch schlimmer. Wenn da Kurt Beck gegen Steinmeier in den Primaries antritt, ganz klar, nur mit mir bleibt die SPD, liebe Freundinnen und Freunde, die Partei für Moral, Anstand und soziale Gerechtigkeit. Und drüben am Imbiss stehen Otto Schilly und Hans Eichel und sagen, redet der von uns? Na, auf dieses. Darauf wird sich bei den Vorwahlen der Linken Oskar Lafontaine stürzen. Der ist liebe, fällt Ihnen das auch auf? Der wird im Alter von der Aussprache her Honecker immer ähnlicher. Gut, das ist halt Saarländer halt, kannst du nichts machen. Ne? Aber sonst, ja, bei den Grünen, was hätten wir da? Claudia Roth gegen die Künast und die CSU tritt intern ja gar nicht mehr an. Bei uns sind alle blöd, da brauchen wir keine Primaries mehr. Es ist wurscht. FDP ist einfach, Guido Westerwelle gegen Guido Westerwelle. Ne, der kommt sich als Echo entgegen. Aber ich war ja noch in Amerika und da waren alle so froh, als der Papst wieder weg war. Ne, bis auf einen natürlich, George W. Bush, der Chefmissionar. Der hat vielleicht gesülzt, als ich dem Papst in die Augen schaute. Da sah ich Gott. Kleinen Kreis hat es auch noch ein bisschen erläutert. Ich habe mich in seinen Pupillen gespiegelt. Jetzt sind alle froh, dass der Papst momentan Reisepause macht, weil das Papamobil ist dadurch wieder frei und es wird jetzt gebraucht als Transportbehältnis fürs olympische Feuer. Ne, die Shame of Flame. Wobei man muss da sagen, die Proteste haben Wirkung gezeigt. Doch, China knickt ein, schickt jetzt frachterweise Waffen nach Simbabwe. Da hat das IOC gejubelt. Das ist ein Zeichen des Friedens. China rüstet ab. Nein, die Führung in Peking öffnet sich. Sie wollen jetzt Delegierte vom Dalai Lama treffen. Ne? Am liebsten zwischen die Augen, aber immerhin. Und Pressefreiheit wird herrschen während der Spiele. Ja, im Sportteil. Na, es ist wirklich, es sind
alle Gaga in Italien sowieso. Da gockelt jetzt wieder Berlusconi rum, dem geht ja die Pressefreiheit sowieso am Arsch vorbei. Na, der sagt nur, mir gehörte sowieso schon alles. Und der strahlt, weil er es nochmal gepackt hat, hat genau gewusst, muss ich werde noch keine Male Präsident, sonst ich muss ich gehen in ein Gefängnis. Und die Italiener sind wieder am Boden und sagen, Mamma mia, was haben wir da gemacht? Dramatische Appelle, Hilferufe, Beppe Grillo. Die einzige Opposition, die Italien noch hat, die politische One-Man-Show, hat schon gefleht, Deutschland soll einmarschieren, um Italien zu retten. Deutschland, kommen Sie bitte. Merkel, Merkel, abbiamo bisogno di lei. Italien ruft nach unserer Kanzlerin. Wie geschlagen muss ein Volk sein. Hofft auf unser Playmate des Monats, den schneeweißen Doppelgletscher von Oslo, die Insel mit zwei Bergen, unsere Scheinriesin aus Lummerland. Sie haben mich rufen lassen, Herr Priol. Ich habe Sie rufen lassen, allerdings. Was soll das? Ah, er, ja. Ich habe mir gedacht, sehen Sie mal, wenn wir ihn erstmal zu uns in die Anstalt holen würden. Damit eins klar ist, für den grille ich am 1. Mai nichts. Aber dann könnte man ihn mal aus der Nähe betrachten. Sehen Sie mal, wenn da ein therapeutischer Prozess ins Laufen kommt, so eine Form von Erkenntnisprozess, Selbsterkenntnis, er erkennt, wer er wirklich ist und in einer gewissen Demut verzichtet er auf die zweite Amtszeit. Schön wär's. Schön wär's. Ich habe 16 Jahre Kohl hinter mir. Wenn ich vorstelle, dass jetzt noch 10 Jahre Köhler mein Leben begleiten, an das andere wage ich gar nicht erst zu denken. Nein, nein, falsch. Die, nicht das, die. Nicht grammatisch korrekt, muss heißen die andere, weil sie ist ja mittlerweile erkennbar weiblich, nicht? Köhler? Köhler macht's nochmal. Aber warum? Ja, die Vogts hat auch noch eine Chance bekommen. Nicht? Der ist jetzt Nationaltrainer in, wie heißt das Ding? Usbekistan. Ja, wir sollten in die Wüste schicken. Vogts? Nein. War er doch auch schon. Nein, Köhler. Afrika liegt ihm doch so am Herzen. Nein, da hat er schon genug Unheil angerichtet. Wieso? Mit seinen Worthülsen zu Afrika schadet er doch keinem. Ich meine nicht die Worthülsen. Damals, als er noch wirklich was zu sagen hatte, der Herr Köhler, als Präsident vom Internationalen Währungsfonds. Ja, da war er doch auch schon nur zweite Wahl, der ewige Notnagel. Ja, das macht aber nichts. Er hat trotzdem Unheil angerichtet, nicht? Unter seiner Ägide hat der IWF Tausende, Hunderttausende Scharen von afrikanischen Kleinbauern in den Ruin getrieben, nicht wahr? Ganze Landstriche haben sie überschwemmt mit hochsubventionierten, billigen Nahrungsmitteln aus EU und Amerika. Das war IWF und Weltbank. Ja, aber er bereut jetzt. Aus seinem Appell ist es womöglich zu verdanken, dass Deutschland im Währungsfonds jetzt auf Stimmrechte zugunsten der Entwicklungsländer verzichtet. Freiwillig. Tolle Sache. Wissen Sie auch, um was es da geht? Um wie groß die Stimmrechte sind, die wir da verzichten? Heute haben wir um 600% Stimmrecht verzichtet. Von 5,87 auf 5,81% sinkt freiwillig der deutsche Stimmanteil um 600. Ja, da freut sich der Bimbo. Ja, wenn er mit 100 was anfangen kann. Naja, bei Stimmrechten vielleicht nicht, aber bei der Reis-Hirse-Zuteilung, da kennt er sich aus mit 100 Gramm. Hören Sie, wenn Köhler ernsthaft Interesse hätte, Afrika was Gutes zu tun, da müsste er auf den Tisch hauen und sagen, Schluss damit, Schluss mit Agrarsubventionen und Billigexport. Auf den Tisch hauen. Der Köhler. Ja, wahrscheinlich ist es immer so. Irgendwie weiß er, worum es geht, aber er weiß nicht, wie es geht. Nicht? Das habe ich mit vielen Menschen gemeinsam. Das ist das Geheimnis meiner Popularität. Ja, wahrscheinlich stimmt es auch noch. Könnte sein, dass es so ist. Es ist vollbracht. Was geht denn jetzt ab? Wer hat Ihnen erlaubt? Warten Sie doch mal. Ist er fertig? Fertig? Fertig wie die Laus am Kamm? Groß. Voilà. Wie kommen Sie your dazu? Home is your castle. Ja, jetzt schauen Sie doch erst mal rein, wie er aussieht. Na? Sehr schön. Das ist doch, da steckt doch System, das ist doch leicht, das habt ihr doch nur gemacht, damit ich übermorgen für euch grille, oder? Das ist genauso leicht zu durchschauen, wie diese Wahlgeschenke für die Rentner, die fünfte Kolonne der großen Koalition. Sie sind ja zerfressen von Misstrauen. Wir wollten Ihnen eine Freude machen. Es ist zu einem kleinen Malheur beim Umbau allerdings gekommen. Ja, uns ist die Überwachungskamera kaputt gegangen.
Allerdings erst beim dritten Versuch. Also, für euch beide weiß ich auch so schon genug. Da muss ich da drin überhaupt nichts mehr lidl'n. Und damit eins klar ist... Was? Was ist denn jetzt? Damit... Ja, was? Eins klar ist, wenn ich wiederkomme, ist der Hampelmann da weg. Na ja. Was macht er denn? Schön ist es schon. Es gefällt ihm, aber wenn ich das mal sagen darf, ich finde es schon ein bisschen übertrieben. Keineswegs. Das ist die für seine Besoldungsgruppe vorgesehene Grundausstattung. Wirklich? Haben Sie schon mal drüber nachgedacht, wie viel Symbolik in einem vertikalen Beförderungsmittel steckt? Nein. Möchte ich auch nicht. Da würde es sowieso alles immer nur zu seinen Gunsten interpretieren. Das ist es. Überhaupt kein Interesse daran. Aufzüge. Aufzüge sind Himmelfahrtskommandos, aber auch Beförderungsmittel für die Besserverdienenden. Für die Mittelschicht und das Prekariat stehen Treppenhäuser genug zur Verfügung, zum sich drin herumdrücken. Ich weiß Bescheid. Ich bin in der schlimmen Zeit aufgewachsen. In der schlimmen Zeit. Als die Telefone noch orange waren. Orange! Das muss man den jungen Leuten mal erklären, dass Telefone nicht einfach auf die Welt kommen. Da muss jemand abends in seiner Werkstatt gestanden haben und sich gesagt haben, warte mal. Orange! Das ist doch eine voll scharfe Telefonfarbe! Jetzt ist ja niemand vor Albträumen gefeit und es wäre ja auch sicherlich nichts geschehen, wenn da nicht noch ein Zweiter dabei gestanden hätte und der gesagt hätte, yo, was hältst du eigentlich von Moosgrün? Wow. Hey? Oder Rubinrot oder Eierschal. Das war die Zeit, da gab es doch in jeder Wohnung so einen Sitzsack. Ich meine, es ist nicht die Hausfrau, sondern diese Kunstledersäcke mit den Styroporkügelchen. Ne? Wo man nur einmal drin Platz nehmen konnte, weil man ohne fremde Hilfe nicht wieder rauskam. Ich weiß noch ganz genau, als ich meine erste eigene Wohnung bezog, da war die vollkommen unmöbliert, bis auf einen mir völlig fremden Herrn in einem Sitzsack im Wohnzimmer. Ich kannte den Typen überhaupt nicht. Das Problem hat sich dann biologisch gelöst, weil ich ihn einfach nicht mehr gegossen habe, aber das hat sich gezogen. Ne? Das dauert. Und im Fernsehen gab es drei Programme. Das erste Programm war... Und das zweite war... Und das dritte war voll verschneit. Und ausgerechnet auf dem dritten gab es immer diese spannenden Sendungen. Gerne auch mal ein einstündiges Feature. Ein einstündiges Feature über einen neuen Trecker in Olpe. Oder den Brand eines Nichtschwimmerbeckens in Hameln. Und wer das sehen wollte, der musste die Antenne halten. Ja, bei uns immer Oma, weil die den kleinsten Aktionsradius hatte. Moment. Damals wurden Senioren noch zu Hause gepflegt. Ne? Weil auch im Liegen die Antenne halten kannst. An diesem Punkt, bitte. Das ist ja nett. Ach, bleiben Sie doch bei sich. Es ist nichts passiert. An dieser Stelle verlangt die innere Patientenführung, respektive der Patientensprecher, immer eine Anmerkung zum Generationenkonflikt. Ich finde ja, dass der sich nicht schöner herausmodellieren lässt, als in dem Missverhältnis zwischen der anwachsenden Zahl haltewilliger Senioren und der abnehmenden Zahl haltefähiger Zimmerantennen. Ich bin der Auffassung, nie wurde Zerstörung innerfamiliärer Strukturen transparenter durch das Satelliten- und Kabelfernsehen. Ich bin sicher. Das fing damals übrigens an. Da war samstags gab's Kinderstunde, die war 45 Minuten lang. Da fing der Betrug schon an. Und danach kamen amerikanische Spielfilme in Schwarz-Weiß. Erste Hälfte schwarz. Nein, war ein Witz. Das war ein Witz, bitte. Das war nur ein Scherz. Also nochmal, amerikanische Spielfilme in Schwarz-Weiß. Eigentlich immer mit Lex Barker. Das ist für Leute mit Lateinkenntnissen ein Bootsgesetz. Für alle anderen, die hier im Saal sind, offensichtlich... Ein mittelmäßiger Schauspieler mit sehr stabiler Frisur. Oder, wenn Lex Barker gerade keine Zeit hatte, war der Film immer mit Robert Taylor. Robert Taylor, auch seine Talentdetonation. Robert Taylor, aber konnte etwas, was nur er konnte. Nur Robert Taylor. Weltweit. Konnte als einziger aus dem dritten Stock auf ein Pferd springen. Und das machte der auch immer. Auch in U-Boot-Filmen. Hey. Und wirklich wahr, wenn ich es doch sage.
Uns wären unglaublich viele Scheißfilme erspart geblieben, wenn es damals schon Aufzüge gegeben hätte. Glauben Sie mir da. Und du kommst jetzt mit hier. Komm, lass uns gehen. Hat doch keinen Sinn. Ach, das ist doch. Ach, ja, danke. Mann, Scheiner. Hallo. Was machen Sie denn da? Was ist? Wieso tragen Sie ihn denn weg? Wir wollten ihn doch aufhängen. Das macht man doch heute nicht mehr. Was? Nein, das tut man nicht. Sie, das finde ich aber gar nicht gut. Sie untergraben ein Vertrauensverhältnis. Ich dachte, wir hätten eine gewisse... Ich hätte Ihnen etwas deutlich machen können in unserer Beziehung. Der Druck aus dem Aufzug ist einfach zu stark. Sie hätten ein guter Mann werden können, mein Sohn. Sehr schade, sehr bedauerlich. Nehmen die doch alle am Rad. Ich möchte über die Rentenlüge sprechen, meine Damen und Herren. Das glaubt mir doch keine Socke, was mir da passiert ist. Oh nein, also bitte, tun Sie mir den Gefallen. Ich war an der Tankstelle, wollte nur ein paar Grillanzünder holen, drückt mir so ein Depp vom IOC das Ding da in die Hand. Ach nein. Was soll das denn? Diese ganze Friedensfackel ist doch sowieso eine einzige Farce. Ja, man mag sein, aber als Grillanzünder für Himmelfahrten 1A. Man kann mal... Das ist nicht immer einfach. Was ist denn jetzt? Machen wir hier jetzt Hitparade oder was? Ich möchte über die Rentenlüge sprechen. Du musst doch kein Gedudel einblenden. Grauenhaft sowas. Ich möchte Ihnen etwas sagen, meine Damen und Herren. Mir geht diese verlogene Diskussion über die Rentengeschichte, die Herr Rüttgers losgetreten hat, gehörig aufs Gemüt. Nicht wahr? Das ist eine ganz hinterlistige Sache, meine Damen und Herren. Wissen Sie warum? Weil Rüttgers und all die anderen Politiker, die sich ja bis heute diesem hochgelobten Rentenversicherungssystem in Deutschland gar nicht angeschlossen haben, ganz genau wissen, dass das Fundament der deutschen Altersversorgung überhaupt nicht mehr existiert. Heute schon nicht mehr. Ich gebe Ihnen mal... Nein, ja, lassen Sie es. Wir sind schon 5 Minuten über die Zeit, heben Sie sich für den Schluss auf. Nicht... Sehen Sie, ich gebe Ihnen mal ein konkretes Beispiel. Stellen Sie sich Folgendes vor. Stellen Sie sich vor, Sie sind Anfang, Mitte 30. Das ist jetzt für die meisten eine Herausforderung. Das muss man den Zuschauern am Fernseher erklären. Sehen Sie, Sie zu Hause am Fernseher, Sie wundern sich jetzt vielleicht, weil Sie in der Einschätzung des Publikums hier altersmäßig irregeführt werden. Die Anstaltsleitung legt nämlich größten Wert darauf, dass die Kameras immer vergleichsweise junge Gesichter einfangen. Sehen Sie, weil man schämt sich schon für unser eins so ein bisschen. Leute über 60, das ist die marktrelevante Zielgruppe, nennt man die. Das nur am Rande. Also, wie gesagt, stellen Sie sich vor, Sie sind Anfang, Mitte 30 und verdienen, sagen wir mal, 2000 brutto im Monat. Damit gehören Sie derzeit bereits zur verarmenden Mittelschicht Deutschlands. Wenn Sie das 30 Jahre lang durchhalten, wird Ihre Rente dann am Ende Ihres Arbeitslebens auf Sozialhilfeniveau sein. Das ist der Status quo, meine Damen und Herren. Wenn Sie dem entgehen wollen, dann könnten Sie sich entweder bei Dignitas einen Parkplatz vorm Zürcher Bahnhof mieten, nicht? Oder Sie folgen der Empfehlung unserer Bundesregierung und legen für eine private Altersversorgung zusätzlich etwas Geld auf die Seite, was bei 2000 brutto eine hochoriginelle Idee ist. Aber jetzt sagen wir mal, für Sie nicht sonderlich hilfreich. Nun ist aber auch so, diese Idee soll ja auch gar nicht für Sie hilfreich sein. Nicht? Das Geld soll nicht Ihnen helfen, was Sie auf die Seite legen, es soll denen helfen, denen Sie es geben. Unseren Banken und Versicherungen, die ja gerade vorführen, wie vertrauensvoll sie im Gemeinwohl-Sinne damit umgehen können. Nun dürfen wir nicht folgenden Fehler machen, meine Damen und Herren, eine Politiker, Rüttgers oder die anderen, für dumm zu halten. Nicht, obwohl das im Einzelfall jetzt zutreffen wird. Nicht? Es ist so, nein, diese Politik ist ja nicht einfach falsch. Diese Politik ist für Teile der Bevölkerung richtig, goldrichtig sogar, nur Sie sind nicht dabei. So müssen Sie das Ganze betrachten. Was sehen Sie, wenn Sie so betrachten, nicht, das hat einen Vorteil. Eine solche Betrachtungsweise lässt Ihre Wut noch größer werden, aber die intellektuelle Verwirrung lässt nach. Das ist ja auch nicht von der Hand zu weisen. So, und jetzt noch die letzte Herausforderung, meine Damen und Herren. Ich spute mich. Wir stellen jetzt das ganze Rentensystem in Gedanken mal auf den Kopf. Alles, was man nicht machen kann, das machen wir jetzt. Wir bilden ein Zwangsrentensystem, bei dem alle, aber auch alle, die älter sind als 18, drin sind. Alle Rüttgers, alle Merkels, alle Becks, Ackermänner, Beamte, selbst alle, die aus irgendwelchen Gründen nicht rein, die gehen alle rein, meine Damen und Herren. So, und die zahlen alle. Und zwar, sagen wir, 4-8% ihres Einkommens, inklusive Dividende, Prämie, Abfindung, was man so alles kriegt mit 2000 brutto nebenbei, nicht wahr? Und das geht alles in die Kasse. Es gibt keine Höchstbeitragsgrenze wie bei uns, aber dafür gibt es eine Höchstrente. Sagen wir, 2500. Es gibt auch noch eine Mindestrente. Also genau alles, was bei uns durch Gleichmacherei den Leistungswillen der Bevölkerung lähmt und kommunismusähnliche Zustände herbeiführt. Also der Untergang des Abendlandes.
Heute Abend kann die Bundeskanzlerin diesen Untergang des Abendlandes beobachten. Sie ist nämlich in der Schweiz zum Staatsbesuch. Wir haben seit Jahrzehnten genau ein solches Rentensystem. Und zwar ohne erkennbare Auszehrung des Leistungswillens oder der Wohlhabenden. Wollte ich nur kurz gesagt haben. Ich kann nur mal ganz kurz angenommen haben. Ah, Herr Ziethorn, das ist ja eine Überraschung. Kommen Sie. Das ist ja schön, dass Sie von selber kommen. Fein, ich freue mich, Sie zu sehen. Ich wollte nur sagen, ich habe noch in Nummern könnte in der Sächsischen Schweiz. Ja, sehr lustig. Ja. Sie kommen übrigens wie gerufen. Fast hätten wir Sie vergessen, nicht? Nichts ist vergessen. Ja, ist schon gut. Sagen Sie mal, Herr Zichon. Ich sage gar nicht mehr. Ich schweige. Das klingt aber gar nicht gut. Möchten Sie sich ein bisschen ablegen vielleicht? Ja, das ist anständig für Ihnen. Danke. Ja, legen Sie sich. Ja. Sehen Sie mal, Herr Zichon, Sie werden doch noch gebraucht. Ach, auf einmal. Ja, sehen Sie, wir haben zum Beispiel folgendes. Nicht, nur so. Ja. Wir suchen zum Beispiel noch eine Losung für unseren 1. Mai. Eine Losung, da hätte ich was. Lerne schweigen, ohne zu platzen. Ja. Ja. Ja, schön. Ja. Mhm. Es ist doch so. Denken Sie, ich weiß nicht, warum Sie mich herausgelassen haben. Hä? Sie brauchen da einen aus den besetzten Gebieten. Was? Na, freilich. Wir haben nämlich Erfahrung im Untergang. Ja? Scheitern will gelernt sein. Oh, Herr Erzieher, aber Sie sind doch gar nicht gescheitert. Sehen Sie mal, Sie können doch bei uns jetzt alles sagen, zum Beispiel. Nicht? Ach, auf einmal, ja? Sie sehen schon so aus. Gar nicht, kann ich sagen. Es nützt doch nicht. Gucken Sie doch mal. Wird doch nicht verändert. Bisher wurde die Welt immer nur verändert. Jetzt kommt es wieder darauf an, Sie zu interpretieren. Ah, das klingt ein bisschen, als ob Sie sich Gedanken gemacht hätten. Ja. Gucken Sie mal, ich sage Ihnen eins. Ja. Wir müssen... Nee, ich sage nicht mehr. Nein, wir haben unsere Revolution gemacht. 89, jetzt seid ihr mal dran. Ich höre da... Ihr werdet so, schon machen, dass nicht wird. Ja. Ich höre da ein bisschen, so ein ganz klein wenig ostdeutsche Verbitterung raus. Kann das sein? Wenn ich das schon höre, Herr Dombrowski, da haben wir es wieder, ostdeutsch. Da weiß man ja mittlerweile auch nicht mehr, ist das eine üble Nachrede oder Standortvorteil? Ja. Ja. Nur ein kleines Beispiel. Ja. Nur ein kleines Beispiel. Ja, natürlich, gern. Vor kurzem starb der wunderbare Schauspieler Erwin Geschenek. Mhm. Was steht in der Zeitung? Es starb der ostdeutsche Erwin Geschenek. Ja, und? Sie denken doch nicht etwa, wenn jetzt Götz-George die Hufe an die Decke knallt. Ja? Mhm. Dass da in der Zeitung steht, es starb der westdeutsche Götz-George. Verstehen ja, Sie? Ja. Und das muss einfach mal aufhören. Ja, ganz ruhig. Ich werde dann. Ich höre einen leisen Ärger bei Ihnen. Vielleicht ein wenig Enttäuschung? Vermissen Sie die DDR vielleicht ein wenig? Ja. Doch. Vor allem die herrlichen Losungen, die wir hatten. Gerade zum 1. Mai. Ich sehe noch in Dresden, da stand 1987 an der Friedhofsmauer dran, heraus zum 1. Mai. Ja. Das ist schön. So lustig. Das ist sehr schön. Ja. So, jetzt haben wir es ja schon fast geschafft. Ja. Sagen Sie, gibt es vielleicht etwas, das Sie sich zum 1. Mai wünschen würden? Herr Dombrowski, ich habe einen Traum. Ja. Ich wünsche mir, dass ab sofort chinesischer Knoblauch bei uns nicht mehr in die Regale als Bio-Ware verkauft werden kann. Das kann doch nicht wahr sein. Gelümpe, was tausende Kilometer über den Ozean gekutscht wurde, kann doch niemals Bio sein. Nein, das kann nicht sein. Ich wünsche mir, dass holländische Bauern ihr Gemüse selber fressen müssen. Ja, natürlich. Na gut, das können Sie wieder hinlegen. Wenn Sie mir die Bemerkung erlauben, das sind jetzt nicht die klassischen Gewerkschaftsschwerpunkte zum 1. Mai. Nicht? Herr Dombrowski, ich wünsche mir, dass endlich wieder aus Verbrauchern Menschen werden. Mhm. Natürlich, ja. Gucken Sie doch mal. Ja. Wir haben doch die einmalige Chance. Wir könnten doch anfangen, dass wir nicht mehr produzieren nach Gewinn, sondern nach Bedarf. Ich glaube, mit solchen Sätzen kommen Sie hier nicht wieder raus. Da wird's nichts. Das wird nicht. Nee. Gut, einen habe ich noch. Ja. Einen habe ich noch. Ich wünsche mir, dass Russland in die EU aufgenommen wird. Ausgerechnet Russland. Ja, das ist doch so.
Gucken Sie doch mal. Wir Deutschen, wir haben doch die Wiedervereinigung. Ja. Die Russen haben die Rohstoffe. Ach so, und dann tun wir uns zusammen und gucken, wer länger durchhält. So zu. Ja. Ganz genau, ja. Ganz genau. Ja. Herr ja, wo wir gerade bei Russland sind, Herr Zichon. Wenn Erich Honecker das noch erleben dürfte. Wer? Honecker. Ah ja. Ja. Wenn der mitkriegen würde, was der Kapitalismus sich für eine Mühe macht heutzutage, damit seine Prophezeiungen in Erfüllung gehen, was würde der wohl zum 1. Mai sagen? Nicht? Das kann ich Ihnen sagen, Herr Dombrowski, ja. Aber da bräuchte man natürlich ein bisschen Musik, einen Kapellmeister. Aha. Oh Mensch, da steht da einer. Ich mach mir keine Sorgen, so wie es jeder tut. Ich sag mir jeden Morgen, Erich, heute geht's dir gut. Denn ich bin ja zum Vergnügen auf dieser schönen Welt. Mag's brechen oder biegen, ich tu, was mir gefällt. Ein Wirtschaftsabenteuer ist zwar sehr schön, doch dieses Spiel mit Feuer kann auch schief gehen. Dann gibt es Krach und Tränen und viele bittere Szenen. Doch wer wie ich denkt, ja wer wie ich denkt, kann das nicht verstehen. Und alle, ich mach mir keine Sorgen, mag's auch im Sommer schneien. Ich sag mir jeden Morgen, heute werd ich glücklich sein. Jawohl, ich mach mir keine Sorgen. Herr Lafontaine, Ihre Maibowle ist angesetzt. Maybrett Illner wäre mir lieber. Ja, wenn er so kommt, kriegt er auch keine Bowle mehr. Was ist denn jetzt los? Wer dreht denn jetzt wieder durch? Was ist denn jetzt? Wollte ich mich gerade. Was ist denn mit Ihnen? Was soll denn das? Entschuldigen Sie bitte, ich suche nach geeigneten Rhythmen für die Sozialdemokratie. Das ist ein Rhythmusgerät. Es ist der Herzschrittmacher von Fidel Castro, glaube ich. Finden Sie, die SPD braucht Beats. Die SPD muss mit der Zeit gehen. Ja, wenn die Partei so weitermacht, dann wird sie auch mit der Zeit gehen. Und Sie gehen jetzt bitte auch aufs Zimmer, auf Station zum Üben. Hauptsache fort! Das ist ja immer dasselbe, wenn man das versucht. Das ist Was ist denn? Oh, das ist gut, dass Sie da sind. War der Bofrostmann schon da? Das Grillgut muss doch langsam auftauen. Grillgut. Essen darf nicht zum Selbstzweck werden. Was sind seine Probleme? Er kann Sprit nicht mehr bezahlen. Das mache ja gerade so, als ob er einen Sprit selber bezahlen muss. Ja, dann muss er ja auch. Den Sprit, das Auto, das Grillgut, alles. Das ist ein tiefgekühlter Subunternehmer. Wenn der Glück hat, bleibt ihm am Monatsende gerade noch 1100 Euro im Sack. Womit er dann rein rechnerisch aber zur Mittelschicht gehören würde. Ja, es sei denn, sein Auto geht mal kaputt oder er erkältet sich. Kann ja vorkommen. Dann wird er als Selbstständiger zur Unterschicht durchgereicht. Und landet bei Hartz IV? Ja, nicht gleich. Nein, erst muss er mal sein Auto verkaufen und die Ladung aufessen. Und wenn er dann noch seine Lebensversicherung verfrühstückt hat, dann gibt's Geld. Also praktisch ein klassischer Globalisierungsgewinner, könnte man sagen. Ja, einer, dem unsere Kanzlerin immer zuruft, nutzen wir einfach die Chancen, die uns die Freiheit bietet. Ja, das verstehe ich. Ja, aber jetzt noch mal zu der Lebensversicherung. Als Selbstständiger braucht er die Lebensversicherung doch für sein Alter. Nein, das sieht das Bundessozialgericht ganz anders. Die denken voraus, die wissen, im Alter sind wir alle arm, außer solche Bestandsrentner wie Sie. Och, was soll da? Also jetzt fallen Sie nicht auf diesen Trick rein. Hören Sie, das ist doch die alte Nummer. Ja, da wird jetzt dieser Krieg der Generationen aufgemacht. Das werden Sie doch wohl nicht glauben. Alt-Bundespräsident Roman Herzog, verehelichter Graf von Berlichingen, warnt vor einer Rentnerdemokratie. Die Alten plündern die Jungen aus. Ja, das macht der Herzog bestimmt. Aber das können Sie nicht generalisieren. Es ist in Wahrheit kein Kampf Jung gegen Alt. Das stimmt nicht. Naja, es kommt ganz auf den Standpunkt an. Jetzt hören Sie doch mal auf damit. Das ist doch ein Täuschungsmanöver. Der Herzog ist doch nur ein Teil eines groß angelegten Täuschungsmanövers. Verstehen Sie? Man will uns aufeinander hetzen. Das ist genau das, was beabsichtigt wird. Verstehen Sie? So sieht es nämlich aus. Ja, viel Spaß. Ja, das heißt, es ist...
Es geht also gar nicht mehr um Jung gegen Alt oder Ossi gegen Wessi. Oder nein, Jungfrau, alles das nicht. Also arm, reich, darum geht's. Oder hungrig oder satt. Ja, aber das ist egal. Hauptsache die Binnenkonjunktur wird angekurbelt. Das Frühjahrsgutachten wird herausgegeben von den Weisen und alle jubeln, weil es prompt. Ja, ja, aber bei dem jetzigen, da blickt er selber nicht mehr so genau durch. Da müssen die was geraucht haben beim Schreiben. Weil die... Sie legen der Politik nahe, Wachstum ist nur zu haben, wenn gestiegene Realeinkommen den Konsum fördern. Ah, Entschuldigung. Ich habe in der Zeitung gelesen, dass in diesem Gutachten was ganz anderes steht. Dass da drin steht, dass auf keinen Fall ein Mindestlohn geben darf und dass Lohnzurückhaltung geboten ist. Na, ich sag doch, die haben was geraucht. Was ist denn das für ein Gutachten? Von Experten. Demnächst, wenn unsere Weisen den Hungernden in der Welt wahrscheinlich empfehlen, esst noch weniger, dann seid ihr schneller satt. Wissen Sie was? Auf mein Grillgut, da brauchen Sie gar nichts auftauen. Mir ist der Appetit vergangen. Das sag ich Ihnen. Das können Sie weiter. Das ist schwer. Es ist schwer. Es sind die Zusammenhänge, die keiner mehr begreift heute. Und da bin ich ja wieder so froh, dass wir unsere Kanzlerin haben, die uns die große Welt immer in so schlichten Sätzen erklärt. Egal, was ist. Ne, jetzt, die alles ächzt unter der Bankenkrise. Keiner weiß, wie geht's weiter. Keine Bank hat mehr was auf der Naht. Ich habe ja schon Angst, wenn ich irgendwo hingehe, mal Auszüge holen will, dass der Kassier die Pistole rausholt und sagt, Geld her. Na, aber da beruhigt uns unsere Kanzlerin. Wichtig ist es, dass wir ein besseres Verständnis für die Kapitalmärkte entwickeln. Aber ich sage, so, und wie soll das gehen? Das hat sie uns erklärt in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Ich zitiere, seit langem erklärt uns die Sendung mit der Maus sehr gut, wie eine Kaffeemaschine funktioniert oder ein Fahrrad. Heute brauchen wir aber eine Sendung, die uns die Finanzmärkte erklärt. Sag ich, ja, dann ist ja alles easy. Sonntags um 11:30 einschalten, das ist der Josef. Dem Josef gehört die Deutsche Bank. Und der Josef... Und der Josef... Der Josef hat ganz viel Geld, aber er will immer noch mehr. Und deshalb kauft der Josef in Amerika Hochhäuser und Spielcasinos. Aber seine amerikanischen Freunde, die haben sich verrechnet. Und dann ist das ganze Geld futsch. Und dann sagt der Josef, oh, weil der Josef aber in einem System lebt, das sich soziale Marktwirtschaft nennt, müssen wir jetzt alle dem Josef aus der Patsche helfen. Oder so, ne? Schon ist die Kanzlerin zufrieden. Sie hat uns ja auch ganz einfach erklärt, dass jetzt nicht, wer schuld ist, dass nicht etwa Spekulanten an der Börse oder die Biosprit-Nachfrage verantwortlich sind für die gestiegenen Lebensmittelpreise und die Knappheit. Nein, sie weiß, wer schuld ist. Wenn man in diesen Monaten nach Indien fährt, ist eine der wesentlichen Diskussionen Second Meal. Man isst zweimal am Tage. Und wenn das von den 1 Milliarde Indern plötzlich jeder Dritte tut, dann sind das 300 Millionen Menschen. Das ist ein großer Teil der Europäischen Union. Und wenn die plötzlich doppelt so viel Nahrungsmittel verbrauchen, wie sie das früher gemacht haben, und dann auch noch ganz andere. Ja, und dann noch, dann und dann, und dann, was ist dann? Hä? Und dann wieder... Einfache Lösung. Mensch, hört halt einfach mal auf zu fressen, Mensch. Oder so, ich weiß es nicht. Na guck, wir uns alle irgendwann entscheiden müssen, was wir wollen. Essen oder Autofahren. Da hat der Deutsche sich zum Glück schon festgelegt. Autofahren! Ich hab eine Idee. Wenn jetzt keiner Ansprache hält und der Köhler seinen Text nicht findet, dann könnte ich doch die Mairede halten. Ja, bitte. Aber kurz. Gucken Sie mal auf die Uhr. Um 11 ist Bettruhe. Es ist ja gleich 11. Also, ich mach's ganz kurz, Chef. Also, pass auf. Meine Idee wäre, ich steht mich vor die Leute stelle. Und dann würde ich sagen, Kolleginnen und Kollegen, ihr liebe Leute, vor 120 Jahren sind in Chicago Gewerkschafter beschossen und erschossen worden, weil sie für den 8-Stunden-Tag demonstriert haben. Heute werden wir dazu gezwungen, den 8-Stunden-Tag wieder aufzugeben und wir schießen nicht zurück. Also bis jetzt auch nicht direkt auf wen jetzt nochmal zuerst. Und wir, deswegen feiern wir den 1. Mai. Was haben wir heute für Zustände, ihr Leute?
Aldi, Lidl, das ganze Gesindel. Die machen alles, dass sie Betriebsrat keinen Stich machen. Aber wir tragen als kleine Leute noch das Geld hin, dass sie reich werden. So sieht's doch aus. Und der Siemens kauft für 50 Millionen einen eigenen Betriebsrat. Und der Springer-Konzern kauft gleich eine ganz eigene Gewerkschaft. Nur damit sie uns kaputt machen wollen. Und dann kommt die Gewerkschaft, die sie sich gekauft haben, und sind keine Lohnerhöhung. In was für Zeiten leben wir denn? Also so tät ich anfangen und dann tät ich erzählen, jetzt was mir letzte Woche passiert ist, da hat bei uns im Ortsverein, hat mit der Juso-Bub, wir haben ein Juso-Bub haben wir noch im Ortsverein, und der ist neulich gekommen und der hat mir einen Zettel gegeben und hat gesagt, Genosse, lese das mal. Der sagt noch, Genosse zu mir, das gefällt mir, der kennt noch so Wörter von früher. Ja. Und jetzt, also jetzt, no, jetzt, also jetzt, nicht gut, jetzt, stopp. Na, jetzt hört doch mal Luft. Na, jetzt das doch. Na. Durch die rasche Verbesserung aller Produktionsmethoden und durch die unendlich erleichterte Kommunikation reißt der Kapitalismus alle Nationen in die moderne Zivilisation. Die niedrigen Preise seiner Waren sind die schwere Artillerie, mit der er alle Mauern zusammenschießt und alle Nationen zwingt, seine Produktionsweisen zu übernehmen, wenn sie nicht zugrunde gehen wollen. Das hat er mir gegeben. Und da habe ich gesagt, Bub, Respekt, das könnte ich so weit unterschreiben. Wo hast du denn das her? Ist das vom Nokia-Betriebsrat oder vom Bauernverband? Und da hat er gelacht. Josef Bub hat gesagt, na, das ist 160 Jahre alt, das ist aus dem kommunistischen Manifest. Und da habe ich natürlich hab ich erst einmal geguckt, weil so weit sind wir früher mit dem Lesen nicht gekommen im Ortsverein. Und hab ich gesagt, also Bub, soweit sind wir uns einig. Und jetzt, was steht denn im zweiten Kapitel? Ne? Steht da drin, was wir jetzt machen sollen. Ne? Und da hat er gesagt, da käme eigentlich nicht mehr viel. Also nichts, wo jetzt praktisch ist, wo man sagen kann, wie es geht. Ne? Also mit anderen Worten, wir müssen selber gucken, wie wir es weitermachen. Ne? Und einfach wird es nicht, das sage ich euch, ihr liebe Leute, es wird schwierig. Unsere Losung zum diesjährigen 1. Mai, habe ich mir vorgestellt, draußen steht das Elend, wollen wir es reinlassen? Nein, rufen wir dann alle. Und wir müssen gucken, dass jede kleine Errungenschaft in unserem Herzen bewahrt wird, damit wir Kraft haben, Kolleginnen und Kollegen. Und es gibt sowas. Morgen wird eine Straße eingeweiht in Berlin. Zum ersten Mal, da gibt es die Axel-Springer-Straße und die stößt ab morgen auf die Rudi-Dutschke-Straße und die hat auch noch Vorfahrt und ist doppelt so lang. Es ist doch schon mal was. Und damit kommen wir. Freunde, Kolleginnen und Kollegen, wir kommen zum Tagesordnungspunkt. Wo ist er dann? Jetzt muss ich doch genau rüber raus. Jawohl. Nun zum Tagesordnungspunkt. Trinken und gemütliches Beisammensein. Kollege Rebers, auf geht's. Das Bier soll laufen. Heute feiern wir tanzen in den Mai. Die Welt steht Kopf und ihr seid mit dabei. Liebe Genossen und Genossinnen, bei Sonne draußen, bei Regen drinnen. Der Grill ist heiß, die Stimmung kolossal. Das kommt vom Sozialismo tropical. Früher tanzten die Genossen Walzer. Heute ruft Andrea Nahles Salsa. Rudolf Scharping spielt Gitarre und Kurt Beck greift zur Zigarre. Bei geschätzten 60 Grad im Saal, das macht das Sozialismo tropical. Heute singen Sekretäre, heute feiern Funktionäre. Und Ulalala Schmidt tanzt eine Rumba. Heute gibt es Mischgetränke, heute knacken Hüftgelenke. Kurt Beck genehmigt sich einen Lumumba. Nur diese Grünen hängen wieder ab mit Ole und saufen diese selbstgebraute Bohle. Este dia è o mio Mayo. Heute feiern wir Primero Mayo. Hasta la victoria siempre, alla lucha final. Das macht der Socialismo tropical. Es rauscht der Kuba-Liebe durch die SPD. Wir fordern mehr Mojito für den DGB. Mit guter Laune und Musik verüben wir Systemkritik. Heute sind wir richtig radikal. Das macht der Sozialismo tropikal. Denn die Arbeiterbewegung braucht entsprechende Verpflegung. Statt Biosprit gibt es Pina Colada. Heute sind wir die Spaß-Guerilla, heute saufen wir Tequila. Kurt Beck versucht sich jetzt schon am Lambada.
Selbst im Vorstand gehen die Lichter heute nicht aus. Heute kommt der Buona Vista Social Club ins Haus. Estria e Omio Maio. Heute feiern wir Primero Maio. Heute geben wir uns voll die Kante. Und jeder ist sein eigener Kommandant. Unter unseren roten Fahnen seid ihr nie allein und schon morgen rollen wir sie wieder ein. Das war Neues aus der Anstalt, meine Damen und Herren. Heute mit unseren Vortänzern für den 1. Mai Jochen Malmsheimer, Uwe Steimle und Andreas Rebers. Schalten Sie wieder ein am 27. Mai, wenn wir wieder hat die Anstalt für Sie wieder geöffnet, immer um 22.15 Uhr direkt live nach dem Heute-Journal. Thank you.